Landesvater Manfred Stolpe schien Wittstock besonders liebgewonnen zu haben. Denn nur knapp eine Woche, nachdem er die Aufführung des Gustav Adolf gesehen hatte, war er schon wieder in der Stadt. Diesmal, um den Ausführungen des Künstlers Peter Balehner zu lauschen. Unfreiheit, Mauer, Herrn Mielkes liebende, allzu feste Umarmung. Aber trotzdem darin ein Raum zum Leben. Ein Raum für Hoffnungen, Wünsche und Glauben. Dieser Ring ist aufgebrochen, aufgesprengt. Die beiden Enden wenden sich aus der Horizontale mit Schwung und Zuversicht nach oben und schwingen Vögeln gleich in die endlich offene Welt. Es ging, und das haben Sie sicher schon erkannt, um den Friedensengel. Der Ministerpräsident hatte die Ehre, die Skulptur zu enthüllen. Hier ist ein Denkanstoß, auch für euch. Denkt euch was dabei. Wir brauchen Freiheit. Gedanken machen musste man sich allerdings auch schon im Vorfeld um den Standort des Kunstwerks. Der eine wollte den Engel auf den Quellstein, der andere daneben. Mal sollte der Quellstein in den Hintergrund, mal sollte Wasser am Engel herabfließen. Wieder andere wollten ihn ganz vom Kirchplatz verbannen. Als Alternative wurde unter anderem der Dosseteich vorgeschlagen. Hier sollte der Friedensengel, ähnlich wie die Freiheitsstatue in New York, aus der Mitte des Teiches emporragen. Jedoch hätte dieser Platz keinen Bezug zum Thema, sagten andere. Man einigte sich schließlich auf den Standort neben der St. Marienkirche. Und da wird er wohl hoffentlich auch eine Weile bleiben. Herr Stolpe hatte von alledem ja nichts mitbekommen und so ging es anschließend ins Rathaus. Eine historische Ratssitzung war angekündigt, natürlich mit entsprechender Kleidung und in angemessener Atmosphäre. Während dieser Veranstaltung überreichte der Ministerpräsident dem Bürgermeister auch gleich die längst fällige Amtskette, die vom Verein Freunde von Wittstock finanziert wurde. Und ausnahmsweise wurde sogar Bier ausgeschenkt. So muss es früher wohl gewesen sein. Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Ränge im Rathaussaal. Sogar auf den Treppen drängten sich Schaulustige. Schließlich war es ja nicht alltäglich, die Amtsherren und Damen in historischen Kostümen zu sehen. Diese lieferten zum Gaudi der Zuschauer eine mittelalterlich lockere Ratssitzung, in der unter anderem Themen wie Abhilfen zur Beendigung der chronischen Leere in der Stadtkasse oder Schwierigkeiten bei der Sicherung der Nachtruhe der Bürger bearbeitet wurden. Über Ergebnisse ist nichts bekannt. 9 Jahren auf